So, hallo und herzlich willkommen am rauschenden Fluss. Ich wollte noch eine schnelle Gear-Review heute Abend machen. Und ja, ich habe meinen Alternativhut auf. Das ist genau genommen mein allererster Tilly-Hut, der inzwischen so ein bisschen schwarz angelaufen ist. Ich habe mal versucht, ihn umzufärben, also allein aus experimentellen Gründen. Hat zuerst nicht so gut funktioniert, jetzt so rückwirkend finde ich es aber doch irgendwie ganz schick. Und der hat ein tolles Lederhutband, nicht das übliche Paracord-Gedönse. Ne, also lasst euch da bitte nicht irritieren. Es ist schon ein Original-Tilly-Hat und sogar der Original-Original-Hut eigentlich, den ich ganz am Anfang immer auf hatte. Wie auch immer, war ein anstrengender Tag. Ich möchte gerne noch ein Video aufnehmen und wenn ich einfach nur mal eben schnell irgendein Video aufnehmen möchte, dann bietet sich eine Gear Review an und zu diesem Zweck wollte ich mal noch eine Langzeitmeinung zu diesem Schlafsack hier abgeben. Den seht ihr nachher noch natürlich in ganzer Pracht und ich gehe aber jetzt mal erstmal auf sämtliche Details ein und dann zeige ich euch auch nochmal die Passform und so weiter und so fort. Das ist der Western Mountaineering Terra Light und ich weise gleich darauf hin, auch wenn ich restlos begeistert von dem Ding bin, soll das hier trotzdem keine Werbung sein. Ich habe ihn mit eigenem vielen Geld gekauft und habe keinerlei Connections zu Hersteller oder Händler von dem Produkt. Das heißt, da gibt es keine Geschäftsbeziehungen irgendeiner Art. Da muss man übrigens auch nicht Werbung hinschreiben, selbst wenn man dem Schlafsack ansonsten sehr gute Noten ausstellt. Außer ein wesentlicher Kritikpunkt, den können wir gleich vorne wegnehmen. Die Dinger sind saumäßig teuer. Und das braucht man nicht. Punkt. Ja? Man will es sich vielleicht trotzdem kaufen, auch wenn man es nicht braucht. Oder man gehört zu den winzig kleinen Personengruppen, die so ein Ding tatsächlich brauchen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Extrembergsteiger oder sowas in die Richtung sind. Dann sieht die Welt nochmal anders aus. Also als Otto Normalverbraucher und für Deutschland und unter normalen Bedingungen brauchst du bestimmt keinen Western Mountaineering Schlafsack. Du kommst auch ohne durchaus durchs Leben und dann schleppst du halt ein paar Gramm mehr. Das bringt dich nicht um und hast auch eine erholsame Nacht und so weiter und so fort. Also braucht man wirklich nicht. Die Dinger sind je nach Modell momentan so irgendwo zwischen, also mal abgesehen von den ganz, ganz günstigen, die dann auch nicht sehr warm sind, sind die Dinger so zwischen 400 und 700 Euro momentan gerade zu kriegen. Wie gesagt, je nachdem, welches Modell, je wärmer, desto teurer. Es gibt noch so ein paar High-End-Expeditionsdinger, mit denen du dann in die Antarktis kannst und solche Späße. Da ist man natürlich noch mal mehr Geld los. Da kannst du dann auch 1.000 dafür ausgeben. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das weiß ich gar nicht so genau, wo da nach oben Schluss ist. Also das mal gleich vorneweg. Also braucht ihr nicht, wenn euch trotzdem interessiert, was jetzt so einen arschteuren, muss man ja wirklich so sagen, Schlafsack von anderen unterscheidet und wie dieser Preis zustande kommt, ob der gerechtfertigt ist, das weiß ich nicht. Das muss dann jeder für sich selber wissen. Aber ich will ein bisschen erklären, wie das zustande kommt. Man muss ja grundsätzlich bei Outdoor-Ausrüstung inzwischen so eine gewisse Formel anwenden. Du kriegst ein brauchbares Produkt für einen kleinen Preis inzwischen. Ja? Es ist dann halt hochmaschinell in sonst wo zusammengeflickt und eine Endkontrolle fand nicht statt und es besteht ein gewisses Risiko, meiner Erfahrung nach so ungefähr 20%, dass du jetzt halt gerade eben ein Montagsprodukt erwischt hast und das ist dann Schrott, dann bestellst du es dir nochmal und dann hast du halt eben Glück und da hat derjenige, der es fabriziert hat, halt gerade gute Arbeit geleistet. Man muss ja auch dazu sagen, das sind dann meistens irgendwelche nicht sehr gut bezahlten Arbeiter, wie gesagt, in sonst wo, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese einen Arbeitsschritt durchzuführen, die sie an einem Produkt halt durchführen. Und das können die mit der Zeit dann auch sehr, sehr, sehr gut. Völlig Wurst, wie unterbezahlt und halb verhungert die möglicherweise sein mögen, aber diesen einen Arbeitsschritt haben die dann irgendwann drauf. Und da es keine Endkontrolle gibt, kann es auch mal sein, dass der Arbeitsschritt halt mal schief geht und dieses Produkt landet dann bei einem. Ne? Dass die Möglichkeit besteht. Aber solange das nicht der Fall ist, kannst du ein wirklich hochwertiges Produkt inzwischen für sehr kleines Geld möglicherweise bekommen. Aber gegebenenfalls besteht halt das Risiko, dass da ein Fehler drin ist, den du nicht bemerkst, der sich dann erst zeigt, wenn du damit draußen bist, wenn es dann möglicherweise zu einem fatalen Problem werden könnte, dass dir dann erst ein Fehler auffällt, ja? Je nachdem, was man vorhat. So, und dann gibt es halt eben die Marken- bzw. Mittelpreissegment,
Produkte, die dann im Outdoor-Bereich schon teuer sind, aber noch bezahlbar. Also beim Schlafsack reden wir da so von ca. 200 Euro. Das ist so das typische Mittelpreissegment, plus minus ein bisschen. Das sind qualitativ garantiert hochwertige Schlafsäcke. Die haben eine Endkontrolle durchlaufen. Da hat man geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Und dann ist da voraussichtlich auch alles in Ordnung. Die Materialien sind alle sehr gut. Die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Alles tipptopp und so ein Schlafsack, da kann man sehr viel mit Freude mit haben, aber da ist dann halt eben anhand, gerade wenn es um Daunenschlafsäcke geht, beim Material halt dann schon noch ein bisschen Luft nach oben, weil gerade Daune, da gibt es halt wirklich massive Qualitätsunterschiede, eine sehr, sehr einfache und da sage ich jetzt mal fragwürdigen Bedingungen gewonnene Daune, die ist einfach von den Isolationseigenschaften tatsächlich nicht so gut wie die allerhochwertigste Daune, die du auf dem Markt für Normalverbraucher noch bezahlbar kriegen kannst. Nur der Vollständigkeit halber, die beste Daune der Welt ist Eiderentendaune, die gibt es zum Teil tatsächlich auch zu kaufen. Man kann sich handgemachte Schlafsäcke mit Eiderentendaune bestellen, aber die kosten dann halt ein Vermögen. Also sowas kauft man sich auch nur einmal im Jahr, es sei denn, man ist halt jemand, der wirklich das Geld zum Fenster rausschmeißen kann und das kommt zur Tür wieder rein, so in dem Stil. Ja, dann ist das natürlich was anderes, aber von Normalsterblichen wird er sich nie einen Eiderentenschlafsack kaufen und wenn doch, dann wirklich nur einmal im Leben. Da reden wir also von 4.000 bis 8.000 bis 12.000 Euro, je nachdem, was das sein soll und wie viel Eiderentendaune da rein muss. Ja? Also nur damit wir das geklärt haben. Aber die ist von den Isolationseigenschaften das momentan beste Material, das der Planet zu bieten hat. Man hat auch noch nichts Künstliches, Kunstfasermäßiges herstellen können, das da an diese Isolationseigenschaften ranreicht. Nur mal der Vollständigkeit halber. Gut, Platz 2 ist dann hochwertige Gänsedaune und vor allen Dingen da liegen dann halt eben die Preisunterschiede, aber eben auch viele Details in der Verarbeitung führen dann dazu, dass es neben eben dem Mittelpreissegment, den guten Outdoor-Ausrüstungsgegenständen, auf die man sich verlassen kann, eben dann noch die Premium-Hersteller gibt. Bei Zelten ist das Hilleberg, die einfach unglaublich hochwertige Zelte herstellen, das Beste vom Besten, was dann aber halt eben gleich nochmal doppelt so teuer ist, ungefähr wie schon sehr, sehr gut. Und ob man dann das Beste vom Besten braucht, wenn man schon für das halbe Geld sehr, sehr gut haben kann, das muss halt jeder für sich selber wissen. Und im Regelfall lautet die Antwort, nein, braucht man nicht. Will man vielleicht trotzdem, und jeder darf mit seinem Geld natürlich anstellen, was er lustig ist. Und wenn man da eine große Liebe zu so einem Zeug entwickelt hat, dann kauft man sich halt so einen Schlafsack zum Beispiel oder halt eben ein Hilleberg-Zelt, auch wenn es wehtut, einfach weil man es möchte. Das darf man nicht vergessen. Das spielt wirklich eine ganz große Rolle bei diesen unglaublich teuren Ausrüstungsgegenständen. Man möchte die halt in dieser Form haben. Ist das immer sinnvoll? Nein, sicher nicht. Aber ja, trotzdem die gängige Vorgehensweise, die da halt dann eben gerne angewendet wird. So, also. Was ich jetzt eben erklären möchte, sind vor allem eben die Punkte aufzählen, die jetzt das Ding von sehr gut zu best of the best, wie es so schön heißt, machen. Zum einen wäre hier jetzt erstmal das Außengewebe zu erwähnen. Das ist natürlich bei allen Western Mountaineering Schlafsäcken so, nicht nur hier bei meinem Terralight. Der heißt so, da kommen wir nachher noch dazu. Mir geht es jetzt erstmal so um die allgemeinen Dinge. Das glänzt hier sehr im Licht. Das liegt nicht daran, dass da irgendeine lustige Plastikbeschichtung drauf ist, die das ganze Glänzen Licht lässt, sondern das ist unglaublich dicht gewebter Stoff, der allein durch seine Webart ziemlich stark wasserabweisend und ziemlich stark windabweisend ist. Ja, weil er so super dicht gewebt ist. Das heißt, da ist nicht noch irgendeine Chemie drüber gekippt worden, irgendein Spray drüber gesprayt worden, damit er recht gut den Elementen statthält, sondern das ist per se immer so. Und das ist dahingehend interessant, weil das natürlich viel dauerhafter ist als irgendeine Beschichtung mit Chemie. Die kann irgendwann abgehen, die kann vor allen Dingen nach ein paar Waschen abgehen, die muss man dann wieder erneuern, das ist einfach aus Umweltschutzgründen dann alles nicht so dufte. Und das ist also so ein kleiner Punkt Nummer 1, was das Ding teurer macht als nur sehr gute Schlafsäcke. Die würden dann halt eher auf eine chemische Beschichtung der Textiloberfläche zurückkommen, was natürlich auch gut funktioniert, was zum Teil vielleicht sogar besser funktioniert, was aber weniger nachhaltig und weniger ein gutes Gefühl vermittelnd ist.
Ganz wichtig bei solchen High-End-Produkten, die verkaufen einem natürlich auch ein Gefühl. Das ist ja wie bei vielen super teuren Marken. Ein Lamborghini ist erstmal sicherlich ein tolles Auto, also rein technisch, rein qualitativ und so weiter und so fort. Aber du kaufst damit auch ein Image und ein Gefühl und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist das halt eben auch bei super hochwertiger Autoausrüstung. Also das wäre Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist das Innenleben. Das Innenleben ist 850er plus Gänsedaune. 850 meint in diesem Fall Kubikinch, Bauschkraft pro Kubikinch, sowas. Aber es ist die Bauschkraft. Das geht so irgendwo los bei 650 bzw. 550 wäre so die günstigste Daune, die man so kriegen kann. Die ist dann wirklich nicht besonders teuer, aber davon muss man auch ziemlich viel mitschleppen, damit es dann ein warmer Schlafsack wird. Das ist dann vergleichbar mit hochwertiger Kunstfaser. Also das kann auch ohne Daune bereits erreicht werden, die Isolationswerte von sowas. Dann geht das so weiter mit 650, das wäre so ein guter Kompromiss. Die kriegt man heutzutage meistens, 550 habe ich selten noch mal irgendwo gesehen. 750 ist dann schon eine gute Daune. Und bei 850 plus ist dann dahingehend auch fast schon Schluss. Meistens haben die dann mehr als 850, aber 850 wird garantiert, so in dem Stil. Western Mountaineering geht davon aus, dass ihre Daune eher so bei 900 Kubikinch liegt an Bauschkraft. Ob das stimmt, ja, das muss man denen jetzt halt einfach mal glauben, aber sie garantieren einem eben auch nur in Anführungszeichen die 850 plus. Ein bisschen mehr. Ich denke, das ist realistisch und das ist letzten Endes auch das, was man bezahlt. Das ist also derzeit so das Beste, was du an Gänsedaune kriegen kannst. So, und jetzt kommt halt noch erschwerend dazu, dass bei Daunenprodukten immer so ein bisschen die Frage ist, ja, woher stammt denn die Daune? Hat man die jetzt einer armen lebenden Gans aus dem Hintern gerissen, die man erst gerupft und dann geschlachtet hat? Oder hat man eine soeben geschlachtete Gans gerupft? Darunter leidet durchaus übrigens auch die Daunenqualität. Was für ein Leben hat die Gans geführt, bevor sie geschlachtet und gerupft wurde? Da kann man sich also ganz viele Fragen zustellen. Ging es der Gans gut? Saß sie die ganze Zeit nur im Käfig? Falls das der Fall ist, dann leidet auch sehr das Gefieder darunter. Da kriegst du also keine vernünftigen Daunenqualitäten raus. Das sind also immer so Fragestellungen, die da eine Rolle spielen. Das geht bis hin zu Tierquälerei, schlechte Gänsehaltung und ja, ist halt so eine Frage, ne? Eier aus Bodenhaltung hat jeder von uns garantiert schon mal irgendwo gegessen, wenn zumindest in irgendeinem fertig verarbeiteten Produkt war garantiert mal welches drin. Und da geht es den Hühnern jetzt auch nicht gerade super. Solche Eier zu essen macht uns jetzt kein großes ethisches Dilemma, jedenfalls nicht, wenn man das nur ganz ab und zu mal macht. Und ich denke, für die meisten von uns ist das ethische Dilemma damit ausgeblieben. Aber wenn es um ein langfristig zu nutzendes Produkt geht, ja, in dem man schläft, in dem man sich wohlfühlen möchte, das eben kein Verbrauchsgut, sondern ein Gebrauchsgut ist, dann möchte man vielleicht, das muss man ja nicht, aber das ist einer der Kaufgründe, weshalb die Dinger so teuer sind, eben bei einem Naturprodukt ein möglichst hochwertiges Naturprodukt haben. Und wenn es dann ein tierisches Produkt ist, dann möchte man es vielleicht möglichst ohne Tierleid bekommen, wenn das dann möglich ist. Und tatsächlich ist das möglich. Soweit ich weiß, ist der Western Mountaineering Standard für die Daunenqualität derzeit das Beste, was es gibt, was man an Daune kriegen kann, mal abgesehen eben von Eiderente, wo dann am Cliff der Eiderente einzeln eine Feder geklaut wird, also nicht dem Vogel, sondern aus dem Nest, wenn die Eiderente gerade nicht da ist und stattdessen dann anderes Material zum Isolieren hingelegt wird, Watte, irgendwelche Kunststoffgeschichten oder na, hoffentlich nicht, oder irgendwelche Schafwolle zum Beispiel, sowas in die Richtung, dass man einfach die Isolation des Nestes sicherstellt und der Eiderente vorsichtig hier und da mal ein paar Daunen klaut. Das macht das so unglaublich teuer, weil du musst dann in der Felswand irgendwo hochklettern oder so durch die Brandung brechen, um an die Nester ranzukommen, um denen ganz vorsichtig und auch nicht zu viel Federn aus den Nestern zu klauen. Ne? Also die reißen sich selbst die Federn aus und polstern damit ihr Nest. Das ist der Witz dabei. Ja, also Eiderenten-Daunen, wo es die zu kaufen gibt, die sind nicht von der Eiderente abgerissen, sondern das hat die Eiderente selber gemacht und hat es aus dem Nest geklaut sozusagen. So, und Western Mountaineering macht das gleiche Prinzip.
mit Gänsedaunen. Auch da handelt es sich hier nur um Daunen von Zuchtgänsen. Das heißt, die Gänse leben länger. Die haben nicht eine ganz kurze Lebenserwartung, dann werden sie geschlachtet und landen im Ofen, sondern die leben über mehrere Generationen von Eiern, die sie legen, legen ihre eigenen Nester an, haben Auslauf, haben Wasserflächen, wo sie dann auch mal ein bisschen schwimmen können, haben weitgehend natürliches Futter, weitgehend nicht nur schließlich, da hört es dann auch irgendwo auf, großen Bewegungsfreiraum, so wenig Kontakt wie möglich zu Menschen und viel Kontakt mit den Artgenossen und wie gesagt können ganz selbst übrigens auch ihre Küken aufziehen, zumindest bis zu einem gewissen Alter und kümmern sich um die. So, und weil die sich um ihre Küken eben so gut kümmern und die Qualität der Daune mit dem Alter des Vogels übrigens zunimmt, eine junge Gans hat noch nicht die Daunenqualität, die hochwertigen Daunen, die sie im Laufe ihres Lebens langsam erwirbt, mit mehreren Mauserphasen nacheinander werden die Daunen nämlich immer besser. Und diese Daunen des Altvogels, der schon ein paar Generationen von Küken eben durchgebracht hat, wenn auch in Gefangenschaft lebend, aber trotzdem, dessen Daunen, die sich der Altvogel oder die Altvogelin natürlich eher selbst ausreißt mit dem Schnabel aus dem Bauchgefieder und damit ihr Nest auspuffert, damit sie die Eier dann da reinlegen kann und damit die Küken, wenn sie schlüpfen, schön isoliert sind und nicht frieren müssen. Das ist der Sinn der Veranstaltung. Diese Daunen klauen bei ihnen, das kann man jetzt ganz, ganz furchtbar finden, aber es ist trotzdem die schonendste Art und Weise, an Daune ranzukommen, womit das Tier so wenig wie möglich irgendwie leiden muss. Wenn sie halt gerade nicht da sind, werden ihnen einfach die Daunen aus dem Nest geklaut und stattdessen packt man da ganz viel Watte und ganz viel, wie gesagt, modernes Isolationsmaterial als Ersatz rein. Außerdem ist es ja in dem Stall, wo die Nester gebaut werden, die sind dann nicht draußen, auch warm genug, dass da kein Küken erfrieren kann. Das ist also für die Kleinen, wenn es ein Nachteil ist, dann nur ein meiner Meinung nach vertretbarer Nachteil. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Man kann natürlich auch komplett sagen, ich werde niemals ein Daunenprodukt verwenden, weil ich dann grundsätzlich dagegen bin, dass da ein tierisches Produkt in meinem Schlafsack drin ist. Das kann man natürlich auch machen. Kann man machen, klar. Ne? Spricht nichts dagegen, wer das für sich so entscheiden möchte. Aber für mich ist das ein entscheidender Faktor und ja, die Daune ist da drin. Punkt. Ne? Das ist also die hochwertigste und teuerste Methode, irgendwie an Daune ranzukommen. Die Qualität ist deswegen auch überragend und die Daune braucht keine chemische Beschichtung, die sie besonders wasserfest macht. Das habe ich zum Beispiel bei meinen Thermarest Quills. Die haben Tweeting. Auf gut Deutsch, man hat die Daune, bevor man sie in den Schlafsack gepackt hat, noch mit so einem Sprüherlein in so einer bestimmten Maschine besprüht mit einer Chemikalie, die sie besonders wasserstabil macht, beziehungsweise die verhindert, dass die Daune Wasser aufnehmen kann. Das macht sie langlebiger und schützt davor, dass man sich den Schlafsack allzu schnell allzu nass macht und dann eben die Bauschkraft der Daune verloren geht. Ja, kann man machen. Man kann aber auch eben einfach auf die natürliche Qualität der Daune setzen, denn die Gans ist nun mal ein Wasservogel. Und wenn die Gans nicht in der Lage wäre, eine Daune zu produzieren, die einigermaßen wasserabweisend ist, dann hätte sie wahrscheinlich ein Problem beim Schwimmen. Und da hier eben die von der Gänsemutter ausgewählte Daune für ihren Nachwuchs genommen wird, darf man der unterstellen, dass sie regelmäßig von Bürzeldrüsenfett eingefettet wurde, bevor sie eben ins Nest gelegt wurde. Und das ist eben der Fall. Wir haben hier also auch behandelte Daune, aber eben nicht mit irgendeiner Chemikalie, die übrigens durchaus auch nachhaltig herzustellen ist. Ich will jetzt die beschichteten Daunen gar nicht schlecht machen. Also da gibt es schon gute Methoden, das ist dann schon alles okay. Aber hier ist es Gänse. Bürzeldrüsenfett, was die Daune wasserfest und wasserabweisend macht. Und nachdem ich jetzt den Schlafsack so etwa 7 Jährchen in Benutzung habe und er durchaus hin und wieder mal Wasserkontakt hatte, kann ich sagen, er hat in keinster Weise an Wärmeleistung verloren. Die Daune hat nicht mal ansatzweise irgendwo geklumpt und sie ist wirklich erstaunlich wasserabweisend und ich habe durchaus Vergleichsmöglichkeiten zu extra wasserabweisend behandelter Daune und ich habe das Gefühl, ich kann das natürlich jetzt nicht mit Labortests und so weiter belegen, aber zumindest das Gefühl habe ich, dass diese hier noch weniger empfindlich gegenüber Nässe ist, als es bei der speziell behandelten Daune der Fall ist. So, ja, also Innenleben ist Faktor Nummer 2, warum die Dinger so teuer sind. Faktor Nummer 3 ist die überragende Verarbeitung und dann halt solche kleinen Kniffe wie
wenn du es in Asien kaufst oder in sonst wo, dann macht jeder einen Arbeitsschritt, jeder näht 5 Nähte, die er besonders gut gelernt hat zu nähen, der an so einem Schlafsack arbeitet. Ja? Bei Western Mountaineering sind maximal 2 bis 3 Personen an der Herstellung eines Schlafsacks beteiligt. Und in meinem Fall war Margarita Lopez und jemand, der das Ding noch überprüft hat, die einzigen 2 Leute, die an diesem Schlafsack gearbeitet haben. Du hast also eine Schlafsackmacherin, als Schlafsacknäherin, Fachkraft, die den gesamten Schlafsack herstellt. Und wie gesagt, man kann es nicht mehr lesen, aber eine weitere Fachkraft, die den gesamten Schlafsack nochmal von vorne bis hinten durchcheckt, dass da auch wirklich nicht das kleinste bisschen, was von Perfektion abweicht, noch irgendwie dran ist. Ja? Und darauf sind die dann stolz und schreiben dann halt eben entsprechend auch drauf, wer namentlich genau das Produkt produziert hat. Das ist wieder ein Gefühl, was man hier kauft. Man kauft hier das Gefühl, dass Margarita Lopez in Kalifornien mit sehr viel Freude und Spaß an der Arbeit ihren, weiß ich nicht, 5000. Western Mountaineering Schlafsack mit unglaublicher Präzision zusammengenäht hat und die so richtig, richtig genau weiß, was sie tut. Und bisher, das Ding ist klasse. Ja? Braucht man nicht, ist aber klasse. Und das ist halt eben auch, wie gesagt, so ein Detail. Jetzt könnte ich euch natürlich noch versuchen, hier alle möglichen Aufnahmen von perfekt vernähten Nähten zu zeigen und solche Späße. Das ist aber völlig für den Eimer. Die sind halt alle perfekt. Da ist relativ simpel. So, die Hochwertigkeit der Daune, das kann man immer hier im Fußbereich ganz schön sehen. Der Fußbereich ist übrigens noch mal ein kleines bisschen extra gefuttert, damit man auch ja keine kalten Füße bekommt. Läuft sich so aus, dass natürlich der Schlafsack eine gewisse Dicke erreicht. Der hat einfach eine gewisse Bauschkraft durch die verwendete hochwertige Daune. Dadurch, wenn man drin liegt, hat man wirklich ein richtig schön dickes Daunenwölkchen in Anführungszeichen um sich herum. Und das ist einfach ein unglaublich gutes Schlafklima. Und erfahrungsgemäß ja, die Daunenqualität spielt hier eine Rolle. Der ebenfalls teure Thermarest-Quilt, den ich habe, der hat sogar ähnliche Temperaturwerte wie das Ding. Der Schlafkomfort ist nicht ganz so kuschelig. Es ist nicht ganz so ein schönes Wohlfühlklima. Es ist nicht ganz so eine trockene, mollige Wärme. Meine Frau schwärmt da auch immer wirklich sehr von. Die hat inzwischen auch häufig in dem Ding gepennt, weil wenn ich ihn nicht brauche, und dann schnappt sie ihn sich. Ja, also den nehmen wir inzwischen wirklich beide her, weil es ist einfach unser mit Abstand bester Schlafsack. Der ist gemütlicher als, ja, ich will es nicht sagen. Also erstens ist er zu teuer, um ihn im Bett normal zu verwenden. Zweitens ist er viel zu warm, um ihn im Bett normal zu verwenden. Und drittens, nee, das macht man einfach nicht, aber man könnte und man möchte vielleicht auch. Und wenn Frau das mal hin und wieder gemacht hat, mehr so, um mich zu ärgern, sie ist wirklich gleich weggepennt, weil das eigentlich unglaublich gemütliches Wölkchen-Klima in diesem Schlafsack gibt. Ja, das Innenmaterial ist zwar dann wieder Kunststoff, also du kommst mit den Daunen körperlich nicht in Kontakt. Innenmaterial ist schwarz, das ist übrigens auch nochmal so ein Sonderfall, beziehungsweise eine Funktion, weil die Idee ist halt die, jetzt hast du drin geschlafen, jetzt hängst du den Schlafsack irgendwo in die Sonne, schwarze Innenseite nach außen, dann heizt er sich sehr schnell auf in der Sonne, es trocknet alles schön schnell aus und die Feuchtigkeit, die über Nacht sich in der Daune verfangen hat, das bleibt halt nicht aus, die ist dann auch ganz schnell wieder draußen. Was übrigens aber in der Daune drin bleibt, ist natürlich Salz, also wenn du den Schlafsack voll schwitzt, dann ist er hinterher nass und salzig. Nässe kriegst du wieder raus, Salz nicht. Das heißt, irgendwann muss man ihn mal waschen. Habe ich bisher einmal gemacht, hat er wunderbar vertragen, ist überhaupt nichts Negatives irgendwie passiert und war vorher genauso gut, ist jetzt immer noch genauso gut. Und also das Waschen hat jetzt nicht unglaublichen Aha-Moment, es ist eher viel toller als vorher, aber eben an keinster Weise auch einen Nachteil gebracht. Vielleicht hätte man ihn also auch mit dem Waschen auch noch eine Weile warten können und das nochmal deutlich später machen. Ich habe übrigens waschen lassen, bei so einem hochwertigen Schlafsack ist es mir das Geld dann auch noch wert, den in eine professionelle Wäscherei die Schlafsäcke waschen kann, Daunenschlafsäcke zu geben. Ja. Und was ist das jetzt für ein Schlafsack? Das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Die haben hier immer so einen lustigen Annäher. Den darf man auch nicht abmachen, außer man ist der Endnutzer von dem Schlafsack. Dann darf man ihn hinterher aber scheinbar nicht mehr verkaufen, zumindest nicht in den USA. Hier steht nämlich drauf, under penalty of law, this tag not to be removed
Expect by the Consumer. Ich gehe mal davon aus, dass ich das theoretisch abschreiben dürfte, will ich aber gar nicht, weil da steht nämlich drauf, dass es sich hierbei erstens um einen Made by Western Mountaineering 25 South 5th Street San Jose in Kalifornien handelt. Und der ist auch zertifiziert, hat seine eigene Registrationsnummer. Man kann sich da auch eine ewig lange Garantie im Internet irgendwo ausfüllen, die man dann bekommt. Und eben ist ein Terralight aus der Extreme Light Serie. Die Extreme Light Serie ist halt einfach gekennzeichnet durch das Obermaterial und das Innenfutter. Das ist bei allen Extreme Light Schlafsäcken plus minus dasselbe. Dann variiert halt noch der Schnitt und die Füllmenge an Daune und die Art und Weise, wie die Daune im Schlafsack verteilt ist. Das ist dann je nach Modell halt nochmal unterschiedlich. Ja, und der ist ausgelegt auf Temperaturen, also nach dieser EN-Testnorm, die machen sie nämlich inzwischen auch. Früher haben sie ihre eigenen Tests durchgeführt und hatten ihr eigenes Temperaturranking bei Western Mountaineering. Das gibt es auch immer noch, das eigene Temperaturranking. Aber zusätzlich machen sie inzwischen auch diesen normalen DIN-Test mehr oder weniger. Zumindest einen davon. Und da kommt man auf T-Komfort minus 2 und T-Limit minus 8 Grad. So mein persönlicher Erfahrungswert mit dem Schlafsack ist bei so ungefähr minus 4, minus 5 beginnt notwendig zu werden, Zusatzmaßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel noch extra ein Quilt drüber zu schmeißen oder sowas. Wenn man auch einen extra Quilt drüber schmeißt, der ebenfalls ein ganz relativ warmer Quilt ist, dann pennt man da wirklich wie ein Stein, unglaublich kuschelig und warm bis minus 10, sowas um den Dreh, minus 11, minus 12, ja, schwer zu sagen, sowas um den Dreh. Ne? Also er kann zumindest in Deutschland 4 Jahreszeiten Schlafsack aufgewertet werden. Ansonsten ist ein klassischer 3 Jahreszeiten Schlafsack für Skandinavien Sommertouren geeignet, für Schottland Sommertouren geeignet, Sommertouren bis früher Herbst, sowas um den Dreh. Und ja, das also zum Temperaturbereich. Das Ding wiegt 850 Gramm, 900 Gramm, 900 und ein bisschen Gramm, je nachdem welche Größe man nimmt. Meiner hat knappe 900, als ich ihn das letzte Mal gewogen habe. Das könnte inzwischen ein kleines bisschen mehr sein, einfach durch Salzeinlagerungen, die seit dem letzten Waschen wieder drin sind. Aber ja, so 880, sowas um den Dreh hat der. Das ist natürlich für einen Schlafsack, der bis minus 5 Grad gut tauglich ist, zumindest für mich, sensationell leicht, sensationell. Da gibt es nicht viel, was da auch nur ansatzweise rankommt, außer Quilts. Aber das sind dann halt eben keine Schlafsäcke, sondern Quilts. Ja, die sind dann zum Teil natürlich noch mal leichter, haben aber auch viel weniger Material. So, Verarbeitung, da muss man dazu sagen, das Ding hat Daunenkammern, die hier durchgängig sind. Die gehen hier einmal um den gesamten Schlafsack herum, durchgehende Daunenkammern, ne? Und das über die gesamte Länge, überall durchgehende Daunenkammern. Das kann dazu führen, der ist gut gefüllt, deswegen passiert das nicht von alleine, bisher jedenfalls noch nie vorgekommen, dass sich die Daune in den Kammern so ein bisschen verlagert, dass du dann also im Prinzip auf der Rückseite mehr Daune hast als auf der Vorderseite oder umgekehrt auf der Vorderseite mehr Daune hast als auf der Rückseite. Das kann man auch künstlich herbeiführen, indem man den Schlafsack komplett öffnet. Hier ein wichtiges Detail, die Fußbox lässt sich nochmal mit einem vollständig umlaufenden Reißverschluss auch nochmal öffnen und man kriegt dann wirklich eine, das ist jetzt quasi das Unterteil, sehr breite Daunendecke, mit der man sich übrigens wunderbar morgens beim Kaffeekochen einkuscheln kann, wenn man zwar aus dem Schlafsack raus muss, aber noch nicht so richtig raus möchte, ist das eine wunderbare Funktion. Da hat man es immer noch so richtig schön kuschelig warm, auch im Sitzen. Bei momentan gerade 26 Grad oder sowas, was wir gerade haben, ist das natürlich unerträglich. Daher lasse ich das auch gleich wieder sein. Aber ganz, ganz tolles Feature. Das macht ihn auch zu einem wirklichen 3-Jahreszeiten-Schlafsack. Man kann ihn nämlich eben auch einfach im Sommer als leichte Decke verwenden sozusagen und hängt ein Bein unten drunter raus oder hängt diverse Arme raus und einfach so viel Körperteile nebendran, bis die Temperatur einigermaßen stimmt und deckt sich nur ein bisschen damit zu, dann funktioniert das Ding auch als Sommerschlafsack. Ja, absolut, habe ich schon gemacht,
kann man machen. Natürlich gibt es für den Sommer auch noch Möglichkeiten, noch leichteres Equipment dabei zu haben. Da gibt es ja teilweise Quills von 400 Gramm. Ich habe so ein Ding. Das ist natürlich nochmal super viel leichter. Also, den muss man dann eigentlich nicht mitnehmen. Aber man kann und es ist sehr kuschelig, wenn man es tut. So, aber dadurch, dass man den jetzt eben komplett aufmachen kann, hat man jetzt auch über die gesamte Länge, das passt nicht in die Kamera, die einzelnen Daunenkanäle sozusagen vorliegen. So, und wenn man jetzt möchte, dass man auf der Schlafsack-Oberseite mehr Daune haben will als auf der Unterseite, dann muss man kurz gucken, auf welcher Seite habe ich den Reißverschluss. Ich habe ihn hier rechts. Das heißt, ich muss auf die von innen gesehen, ne, also hier wäre der Reißverschluss, wenn ich drin liege, auf meiner rechten Seite. Das heißt, das hier ist die Oberseite. Und wenn ich jetzt ein Rückenschläfer bin und ich erwarte eine sehr kalte Nacht, dann kann ich meinen Schlafsack so halten und jetzt so schütteln, mache ich jetzt nicht, weil will ich nicht, aber schütteln und bekomme dann, bekomme dann dass die Daunen, die sich auf der Rückseite des Schlafsacks befinden, tendenziell etwas mehr auf die Vorderseite verlagert. Das heißt, die Oberseite meines Schlafsacks ist jetzt besser isoliert. Das heißt, wenn ich drin liege und ich bin ein starrer Rückenschläfer, was ich nicht bin, aber angenommen ich wär's, dann würde ich wenig Daune am Rücken platt drücken. Die ganze jetzt massiv dicke Daune auf meiner Vorderseite bliebe erhalten und ich würde nach oben so gut wie gar keine Wärmeabstrahlung mehr haben und mit solchen Maßnahmen holt man dann nochmal so 3 Grad an Temperatur raus, so man dann ein starrer Rückenschläfer ist. Das ist halt die Voraussetzung. Oder sich mal eine Nacht antun kann, einfach halt ganz starr auf dem Rücken zu liegen, weil es halt so kalt ist, dass man sonst Temperaturprobleme bekommt. Dann ist das immer noch besser, als sich hin und her zu wälzen und so weiter und so fort. Ja? Also das ist auf jeden Fall eine zusätzliche Funktion und darum eben diese durchgehenden Daunenkanäle einmal um den gesamten Schlafsack. So, das Material ist übrigens außerdem noch angepriesen dafür, dass es komplett daunendicht ist, sowohl die Außenhaut als auch, und das haben nur wenige Schlafsäcke, das ist also wieder ein Premium-Merkmal, die Innenhaut ist garantiert daunendicht. So, da muss ich jetzt sagen, über die Jahre ist mir hier und da mal ein einzelnes Däumchen verloren gegangen und es haben sich ein paar Federn verabschiedet. Ja, Federn sind hier zu etwa 5% drin, es ist 95% Daune und 5% Federn, die Füllung des Schlafsacks. Und man kriegt die Federn von den Daunen nicht 100% getrennt, das geht einfach nicht im Herstellungs- bzw. Sortierverfahren, deswegen hast du immer einen gewissen Federanteil im Schlafsack. So, und so eine Feder hat halt einen Kiel. Und mit dem Kiel der Feder kann es passieren, rein durch Zufall, rein durch Pech sozusagen, dass sich der Kiel manchmal hier durch die Nähte durchdrückt. Ja, und wenn das passiert, dann guckt er da ein Stückchen raus und hat man da so einen kleinen weißen Fleck. Normalerweise geht man dann hin, wenn man es merkt, ja, rechtzeitig, von der anderen Seite, schnappt sich hier das Material des Schlafsacks und versucht dann quasi den Kiel zu greifen von außen, guckt wieder auf der Seite und zieht dann den Kiel von außen sozusagen wieder rein. Ich hoffe, ihr kapiert, was ich meine. Damit kann man das Loch sozusagen sofort wieder flicken. Ist man blöd genug, und das habe ich eben 2-3 Mal gemacht, und meint, ach, der Kiel, da nervt mich jetzt gerade, die sind winzig, ne? Also das ist nicht, dass der piekt oder sonst wie, die sind wirklich winzig, aber es reicht halt manchmal doch, dass sich einer durchdrückt, und zieht man diesen Kiel dann raus, das ist das Dümmste, was man machen kann, weil an dem Kiel, an der Feder hängen häufig noch ein paar Daunen und die zieht man dann mit raus. Und dadurch habe ich vielleicht insgesamt 6 oder 7 winzig kleine Däunchen bisher so verloren aus dem Schlafsack-Innenleben durch eben so dumme Maßnahmen wie hier und da mal ein Kiel, den ich rausgezogen habe. Das heißt, das Daunendichtversprechen, das stimmt für das Außenmaterial absolut. Da ist noch nie was durchgegangen, auch nicht ein Kiel. Beim Innenmaterial Kiele ja, stopft man sie wieder rein, alles gut. Also jeden Morgen 5 Minuten Zeit investieren, höchstens, manchen Morgen dann auch gar nicht, um zu gucken, ob man irgendwo irgendwelche Kiele hier rausragen hat. Ich schau mal gerade. Ah ja, hier ist einer. Ja, manchmal gehen sie auch, hier kann man es sehen, manchmal gehen sie auch tatsächlich durch das Hauptmaterial durch. Aber das ist immer eine Feder, das ist nie eine Daune. Wenn man da dann rumspült, fühlt man auch den Kiel innen drin. Und die kriegt man, wie gesagt,
mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, zack, jetzt ist er wieder weg, wieder reingezogen und das Problem ist gelöst. Das einfach regelmäßig kontrollieren, dann hat man auch null Daunenverlust. Also null bis hin zu fast null, immerhin. Ja, also auch das ein Wahnsinnsqualitätsmerkmal. Wasserfestigkeit, häufig an die nasse Zeltwand gekommen, ganz, ganz oft, teilweise auch mal so ein kleines bisschen in eine Pfütze mehr oder weniger drin gelegen. Natürlich, wenn du was massiv in eine Pfütze legst, dann sind die Daunen nass, das ist klar. Aber so ein bisschen mal so ein feuchter Fleck auf dem Zeltboden zum Beispiel, weil man vielleicht mal eine Wasserflasche oder ein Teetässchen oder sowas umgekippt hat, auch da hat er mal drin gelegen, nichts passiert, alles gut, sofort wieder getrocknet. Wasserabweisende Eigenschaften sind also definitiv gegeben des Außenmaterials. Feuchte des Schläfers, also Schweiß und so weiter und so fort, selbst bei Nächten, wenn man da komplett ohne alles oder fast alles drin pennt, ist der am nächsten Morgen nicht super, super nass. Man kriegt ihn bisher immer getrocknet. Ich hatte, als ich mit Daunenschlafsäcken angefangen habe, immer so ein bisschen die Befürchtung, ich muss die jeden Morgen in die Sonne hängen. Wenn keine Sonne da ist, dann habe ich ein Riesenproblem, dass mir der Schlafsack zu feucht wird. Was man bei Daunenschlafsäcken, auch bei hochwertigen, nie machen darf, ist die im feuchten Zustand komprimieren. Das nehmen sie einem wirklich massiv übel. Daher muss man halt schon gucken, dass der Schlafsack einigermaßen trocken ist, bevor man losläuft. Aber auch das war nie ein Problem. Ihn auch mal 3-4 Tage komprimiert im Rucksack lassen, weil einfach keine Möglichkeit da war, den Schlafsack mal auszupacken und ein bisschen durchlüften zu lassen. Auch das hat er mir nie übel genommen. Das hat auch funktioniert. Das habe ich nicht oft machen müssen, so 2-mal, 3-mal vielleicht, für mehr als 48 Stunden im komprimierten Zustand lassen. Aber hat er mir, wie gesagt, nie übel genommen. Kompressionssack zeige ich euch hier mal eben. Es ist eigentlich kein Kompressionssack, es ist einfach nur ein enger Packsack. Man kriegt ihn da ganz gut reingestopft. Dauert, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, vielleicht 70 Sekunden, 75 Sekunden. Wenn man sich ganz viel Mühe gibt, auch ein bisschen schneller. Aber noch ein kleines bisschen Zeit sollte man schon mitbringen. Der ist auch wasserabweisend, nicht ganz wasserdicht. Die Nähte sind nicht verklebt oder solche Späße. Das heißt, wenn man das da hinten in den Bach schmeißt, ja, dann ist er nass. Andererseits, dadurch, dass der da sehr eng komprimiert drin ist, kann er auch kaum Wasser aufnehmen, weil gar kein Platz da ist, um Wasser aufzunehmen. Daher ist der Wasserschutz mit dem normalen mitgelieferten Packsack schon ganz gut. Der Packsack ist dafür natürlich auch sehr leicht. Hat man da jetzt 17 Schnallen dran, um das Ding noch weiter komprimieren zu können, dann ist er halt nicht mehr super leicht. Ich blende euch hier an der Stelle mal noch ein bisschen Bildmaterial ein von einem anderen Take, wo ich ihn noch eingepackt hatte. Ist mir der Audioteil aber nicht so recht. Daher ist das einfach nur so als Bildmaterial. Gleich, weil... Das ist dann noch der Aufbewahrungssack, der im Lieferumfang enthalten ist. Die Firma garantiert, dass der Schlafsack, wenn man ihn kauft, bei den autorisierten Fachhändlern, bei denen es die Dinger überhaupt gibt, kannst du nicht auf Amazon bestellen, zumindest nicht, soweit ich weiß, dass der Schlafsack immer nur hier drin gewesen ist und nie komplett komprimiert wurde, seit er hergestellt wurde. Erst du als geneigter Consumer bist der Erste, der den Schlafsack mal komprimiert, um ihn dann halt im Rucksack zu transportieren und um ihn dann verwendungsgemäß zu verwenden. Ja, aber das ist ja auch häufig bei, sage ich jetzt mal, günstigeren Schlafsackherstellern der Fall, dass man das Ding im Kompressionssack kauft und dann da möglicherweise Jahre oder Monate drin gelegen hat und dann einfach die Struktur des Schlafsacks darunter gelitten hat, dass sie so ständig lange komprimiert gewesen ist. Gar nicht gut, dann verliert man wirklich Qualität, die der Schlafsack eigentlich noch gehabt hätte, einfach weil man den Platz sparen wollte, die Dinger nicht hier drin zu lagern, als relativ großes bettdeckenartiges Objekt, sondern sie hier drin lagert, wovon man natürlich viel mehr auf dem gleichen Raum unterkriegen kann. Das ist bei Western Mountaineering eben, wie gesagt, garantiert, dass er nie komprimiert wurde, bis du dich als Käufer dazu entscheidest, das zu tun. Ansonsten, ne, also sehr faire Arbeitsbedingungen. Ja, das Ding ist made in USA. Das ist nicht für jeden von uns unbedingt was Gutes, aber es ist made in Kalifornien. Ja, also das Gute. USA sozusagen, sage ich ja immer wieder gerne. Ne? Da gibt es ja solche und solche Staaten bei denen. Das ist es im Grunde. Ich würde jetzt spaßeshalber noch eine schnelle kleine Aufnahme machen von der Passform her, beziehungsweise, ich muss noch kurz was erklären zur Passform. Nämlich, die Passform ist relativ geräumig.
Das Ding ist nicht eine extreme Mumie. Das wäre zum Beispiel der Ultralight. Der Ultralight ist ein verwandter Schlafsack. Der kostet ungefähr dasselbe, wiegt ein bisschen weniger. Und das bisschen weniger Gewicht bei ungefähr gleicher Wärmeleistung wie der Terralight wird dadurch erreicht, dass er halt sehr körpernah geschnitten ist. Das heißt, da hat man nicht allzu viel Bewegungsspielraum drin. Das muss man wollen und man muss schlicht und ergreifend reinpassen. Ja, also jemand, der eine kräftigere Statur hat, sei es wegen Energiereserven oder weil man zu viel im Fitnessstudio gewesen ist oder was auch immer, der wird in einen Ultralight wahrscheinlich nicht reinpassen. Ich habe es ausprobiert, war leider so. Ich wollte eigentlich den Ultralight unglaublich gerne haben, aber ja, habe nicht reingepasst. Und dann bietet sich der Terralight eben, wie gesagt, für etwas ein bisschen breiter, ein bisschen kräftigere Personen tatsächlich an. Auch wer nicht ein bisschen breiter und ein bisschen kräftiger ist, kann über so einen Terralight nachdenken, wenn man einen Leichtschlafsack haben möchte, der auf leicht gutes Gewichts-zu-Wärmeverhältnis ausgelegt ist, aber halt eben, man möchte doch noch einen gewissen Schlafkomfort und man möchte nicht so eingeengt sein in dem Ding. Deswegen mag auch meine Frau den sehr gerne. Ja, eben weil schön geräumig, bei gleichzeitig tollem Wärmeverhältnis. Und dieser Innenstoff, ja, das ist zwar letzten Endes Kunststoff, aber der fühlt sich trotzdem wirklich wunderbar weich auf der Haut an und ist ein absolutes Kuschelschlafsäckchen. Er ist der bequemste und gemütlichste Innenstoff, den ich von all meinen Schlafsäcken kenne. Und dadurch, dass er die Daune im Inneren sofort jedes bisschen Feuchtigkeit sofort aufsaugt, was im Inneren des Schlafsacks entsteht, hat man halt ein unglaublich trockenes, nicht schwitziges Körperklima. Selbst wenn es im Schlafsack mal richtig, richtig warm werden sollte, dann sollte man um des Schlafsacks willens halt mal irgendwo ein bisschen Luft reinlassen, damit es nicht ganz so warm wird, dass man wirklich anfängt, da drin zu schwitzen. Aber selbst wenn man schwitzt, merkt man davon, dass man schwitzt, nichts, weil jedes bisschen Schweiß, was abgegeben wird, sofort vom Schlafsack aufgenommen wird und ein Großteil auch durch den Schlafsack von der Daune weitergegeben wird an die Außenseite und dann einfach raus verdampft. Ja, also er ist atmungsaktiv, wie man so schön sagt. Sehr, 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 sehr atmungsaktiv. So, jetzt bin ich schon ewig lang an dem Ding am Rumlabern. Ja, ihr kennt mich, das ist ein ewig teurer Schlafsack, da darf man dann schon mal ein paar Worte zu verlieren, wie ich finde. Wer sich wirklich überlegt, so ein Teil zu kaufen, möchte vielleicht genau das haben, nämlich eine Dreiviertelstunde Palaver zum Produkt, damit man dann auch wirklich weiß, was man da kauft. Hier hängt mal nochmal eine Feder raus, die machen wir gleich nochmal rein. Und die Passform würde ich eben gleich nochmal vorzeigen und lege mich mal eben schnell rein. Natürlich nur kurz, weil das überlebt man sonst nicht. Aber genau, also das nach dem nächsten Schnitt und der kommt jetzt. So, und dann mache ich hier mal noch die Raupe. Also ihr seht, hier im Fußbereich hat man tatsächlich relativ viel Platz. Ne? Also da ist wirklich schön, man kann die Füße übereinander legen, man kann sie schön breit nebeneinander legen. Das ist sehr komfortabel. So, man kann die Knie anziehen und so pennen. Funktioniert auch wunderbar. Man kann im Schlafsack sich mit dem Schlafsack schön umdrehen. Für Seitenschläfer prima, weil als Seitenschläfer winkelt man ja auch gerne mal die Beine an. Dabei verrutscht die Kapuze übrigens nicht. Ich kann mich jetzt auch auf die andere Seite drehen. Kapuze bleibt, wo sie ist. Und meine Kopföffnung ist immer da, wo mein Gesicht tatsächlich auch ist. Ja? Also wunderbare Passform. Und ich habe die Möglichkeit, die Arme neben mich zu legen. Ganz gemütlich, entspannt neben mich. In meinem Quilt zum Beispiel, da wird das dann schon eng. Das kann ich da fast schon nicht machen. Da muss ich die Arme quasi auf dem Bauch irgendwie kreuzen, verschränken und solche Späße. Das kann man hier natürlich auch alles machen. Funktioniert problemlos. Also man hat wirklich einen gewissen Bewegungsspielraum. Und ich bin ja schon recht groß und fülle das Ding schon relativ gut aus. Ne? Also von der Länge her ist der bis 1,90 Meter, den ich habe. Ich bin 1,89 und ich habe nur ungefähr einen Zentimeter Platz. Also das stimmt wirklich ziemlich genau. So, jetzt kann man natürlich die Kapuze noch bei weitem mehr schließen, dass man wirklich bloß noch so ein kleines Loch hat. Und dann ist das super kuschelig im Kopfbereich. Ihr seht, die Kapuze schließt erstaunlich mit dem Körper, mit dem Hals und so weiter ab. Und da kommt man wirklich, man verstickt auch nicht. Also selbst wenn ich mich jetzt, wie gesagt, hier drehe und ich könnte mich sogar auf den Bauch drehen,
Und trotzdem bleibt mein Gesicht immer schön in der Atemöffnung und wieder zurück. Und also ich habe keinen Schlafsack, bei dem das so gut funktioniert, man so schön raupenmäßig rumraupen kann, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Aber jetzt halte ich es nicht mehr aus, muss hier wieder raus, weil ist warm. Ja, der Vollständigkeit halber hier noch kurz die Ausstiegszeremonie sozusagen. Der Reißverschluss ist schon sehr leichtgängig zu behaupten, dass es unmöglich wäre, dass der sich irgendwo verkantet. Das stimmt dann allerdings auch wieder nicht. Ja, er hat eine extra Vorrichtung, damit man möglichst selten das Problem hat, dass sich der Reißverschluss irgendwo verkantet. Und in diesem Fall ging es jetzt auch problemlos in einem Rutsch. Aber der Fairness halber muss ich sagen, der eine Kritikpunkt, also selbst Western Mountaineering hat noch keine Methode entwickelt, die sicherstellt, dass man in diesem Schlafsack ihn wirklich immer problemlos auf und zu machen kann, ohne dass der Reißverschluss nicht hin und wieder mal im Material hängen bleibt. Relativ massiver YKK, YKK aus Japan, Reißverschluss, also wirklich an Qualität ist an den Dingen überhaupt nichts auszusetzen. Es gibt noch entlang des Reißverschlusses hier eine extra Daunenkammer, kann man hier jetzt sehen, ich hoffe ihr seht's, die verhindern soll, dass durch den Reißverschluss Wärme entweicht. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das ist der beste Schlafsack, den ich habe und der beste Schlafsack, den ich je hatte. Mit Abstand braucht man nicht. Nein, braucht man wirklich nicht, aber wer einen guten Grund sucht, um sich so ein Ding doch zu kaufen, dem habe ich jetzt vielleicht einen geliefert. Aber lasst es, wenn möglich, sein. Hört auf eure Frauen, aber nicht auf meine, weil die mag ihn auch. Und dann wünsche ich einen schönen Abend. Und ja, ich hatte einfach noch Lust, noch ein Video aufzunehmen. Wollte mich eigentlich kurz fassen. Ihr kennt das Spiel. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.